Kapitän Notruf. Gefährliche Aktion. Marcel Bossert lässt sich von einem Mofa ziehen. Verletzter Arm. Johann Steiner hängt in einer Antriebswelle fest. 15.000 Volt. Wird Anton Miller die schweren Verbrennungen überleben? Notruf, das Magazin. Herzlich willkommen. Und auch heute haben wir wieder dramatische Geschichten für Sie vorbereitet. Und Sie können 1.000 Euro gewinnen. Mehr Informationen dazu nach unserem ersten Beitrag. Und dieser erste Beitrag ist im wahrsten Sinne des Wortes hochspannend. Es geht um 15.000 Volt. Glauben Sie, dass ein Mensch einen Stromschlag von 15.000 Volt überleben kann? Hier ist die Geschichte. Der kleine Ort Lustenau in Österreich. Hier lebt Anton Miller mit seiner Familie. Der Starkstromelektriker ist bei der österreichischen Bundesbahn angestellt und arbeitet in einem anstrengenden Schichtdienst. Wir fahren mit zwei Turmwägen und wahrscheinlich geht es bis um 9 Uhr morgen. Als Schwester von Toni habe ich ihn ein bisschen unterstützt, weil er ja viel Nachtschichten machen hat müssen und auch alleinerziehender Vater war. Ich habe ihm die Tochter in die Schule geschickt, habe ihm den Haushalt geführt. Und Antoni hing dazu mal relativ viel. Ciao. Tschüss. Ich fand es immer blöd, wenn mein Papa Nachtschicht hatte. Es hat zwar immer jemand auf mich aufgepasst, aber ich fand es immer blöd. Und ich habe mich gefreut, wenn er heimgekommen ist. Das Bahnarbeiterteam macht sich wenig später abfahrbereit. Es muss in dieser Nacht mit seinem Spezialgerät in der Schweiz eine Oberleitung reparieren. Wir waren durch die vielen Nachtdienste eigentlich schon sehr am Boden. Also es hat uns sehr an Existenz gekostet. Körperlich waren wir sehr geschliffen. Aber es war eigentlich eine recht gute Stimmung im Team. Wir hatten einfach nur das Ziel, diese 10 Nächte durchzuhalten. Die Arbeitssituationen sind bei uns immer so, dass die Arbeit sehr gefährlich ist. 22 Uhr. Jetzt warten die Männer darauf, dass der Strom abgestellt wird. Das Gefährliche am Strom ist, man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht. Und es ist jedem sehr wohl bewusst, wenn er falsche Bewegung macht, dass er dann tot sein kann. Jawohl, Streckenverleitung los, neues Leitschalter. Okay, tschüss. Ist das nicht so gekommen zum Okay, ja. Ja. Neues Streckschalter, wir können auch ausgeschalten. Also, was an diesem Abend passiert ist, kenne ich nur von den Erzählungen meiner Arbeitskollegen. Wir müssen eine Arbeitsbesprechung gehabt haben, bei der wir rausgemacht haben, dass ich alleine mit der Arbeitsbühne hochfahre. Beim Trafo eine Einspeisung machen sollte und da unter den ersten zwei Leitungen durchgefahren bin. Und was dann passiert ist, an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Direkt hinter Anton Miller fließen in einem anderen Stromkreis noch 15.000 Volt. Diese Gefahr ist dem 41-Jährigen jedoch nicht bewusst. Eigentlich im ersten Moment nichts machen dagegen. Dann ist mir noch durch den Kopf gegangen, dass die Leitung, wenn es einen Kurzschluss gibt, durch die Automatik wieder einschaltet. Nach 4 Sekunden ist auch die Angst aufgekommen, dass Toni nochmals aufstehen könnte. Er hat selber gerufen nach Hilfe. Aber mein Gedanke war zuerst schauen, dass man die Leitung erdet, dass ich zu ihm raufgehen kann. Wir haben hinaufgerufen, er soll uns die Fernsteuerung herunterwerfen, was er dann auch gemacht hat. Damals fiel die Fernsteuerung so glücklich, dass sie nicht kaputt war. Wenn wir Toni nicht so rasch
wegschwenken hätten können, um ihn zu löschen, wäre der Toni, glaube ich, oben verbrannt an der Bühne. Gearbeitet haben und hauptsächlich in der Nacht haben wir jetzt sehr viel Mineralwasser mitgenommen, dass wir was zu trinken haben. Dieses Wasser konnten wir jetzt zur Kühlung herannehmen. Wir wohnen ganz in der Nähe bei der Bahnlinie und an diesem Abend hörte ich einen furchtbaren Knall. Da muss etwas passiert sein, und zwar etwas Furchtbares, etwas Schreckliches. Und sie haben nach Wasser geschrien. Ich habe gesagt, wir bringen Wasser. Nach meiner Einschätzung habe ich ihm nicht große Chancen zum Überleben eingeräumt. Okay, wieder Wasser. Ja, da Wasser. Ja, da Wasser. Also wir wurden von der kantonalen Notrufzentrale zu einem Patienten gerufen, der einen Starkstromunfall hatte. Und wir fanden einen ca. 45-jährigen Mann vor, der schwere Verbrennungen hatte. Knapp 50% der Körperoberfläche. Also die Kollegen haben sehr gut gehandelt, oder? Und haben ihn rasch gekühlt. Das Problem bei der Kühlung von Verbrennungen ist, dass man immer eine Gratwanderung macht zwischen dem Kühlen und dem Unterkühlen. Wenn die Leute zu stark unterkühlt werden, dann kann sich die Atmung verschlechtern, der Kreislauf verschlechtert sich und die Sauerstoffabgabe ins Gewebe ist auch schlechter. Für den Patienten bestand immer die Gefahr, dass seine Organe versagen können. Die Atmung schien intakt, der Kreislauf auch, aber die inneren Organe, das konnten wir nicht abschätzen. Der Patient kann an und für sich relativ rasch sterben oder eben erst später nach Stunden bis Tagen. Als wir mit der Feuerwehr eingetroffen sind, mussten wir zuerst den Arbeitsplatz besser ausleuchten. Die Schwierigkeit ist, die Arbeit des Notarztes, welcher bereits vor Ort ist und auch tätig ist, nicht zu behindern und trotzdem seinen Arbeitsplatz besser zu gestalten, sodass er noch optimaler etwas für den Patienten tun kann. Für den Transport haben wir den Patienten in eine spezielle Verbrennungsdecke gelegt. Es ist eine Art Schäl, das kühlt, gleichzeitig den Schmerz lindert, aber eben verhindert, dass der Patient auch unterkühlt wird. Die verbrannte Kleidung, die zum Großteil aus Nylon besteht, und die verbrannte Haut und die verbrannten Haare geben einen irrsinnig grausligen Geschmack und Gestank ab, der einem sehr lange haften bleibt. Ich hatte maßlosen Zorn. Ich war so stinksauer, dass sowas passieren kann und sowas passieren muss, und dann noch einem Arbeitskollegen von mir. Und das in der vorletzten Nacht, wir hätten das fast fertig gehabt. Ich bin an sich froh, dass der Zorn nicht personifiziert auf eine Person gegangen ist, sondern einfach Wut am ganzen System. Warum hat das passieren können? Warum hat das sein müssen? Anton Miller ist in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht worden. Hier wird er in einem sogenannten Verbrennungsbett für Schwerbrandverletzte behandelt. Dieses spezielle Luftkissenbett verhindert ein Wundliegen des Patienten. Die besondere Problematik von Herrn Miller war dergestalt, dass zusätzlich zum normalen Verbrennungsmuster eine ausgedehnte Schädigung der Muskulatur durch den Starkstrom stattgefunden hat. Durch die Schädigung der Muskulatur sind auch andere Organe gefährdet, da dass der absterbende Muskel Substanzen freisetzt, die besonders die Niere stark in Mitleidenschaft ziehen und so ein Nierenversagen bei Herrn Miller wahrscheinlich war. Erst nachdem der Patient stabilisiert ist, wagen die Ärzte eine erste Operation. Schere. Der Grund für die Operation ist, dass bei Herrn Miller 20% der Körperoberfläche drittgradig verbrannt waren. Das bedeutet, die gesamte Hautdicke als solche zugrunde gegangen ist. Deshalb musste zu diesem Zeitpunkt das tote Gewebe
entfernt werden und die dabei entstehenden Wunden schlussendlich mit frischer, neuer Haut versorgt werden. Ich muss ehrlich sagen, 7 Wochen intensiv waren für mich schrecklich, weil jeden Tag haben wir nicht gewusst, ob er Thrombose dazu bekommt, ob eine Thrombose wieder sein Leben beenden könnte, oder? Also ich habe meinem Bruder keine Chance mehr gegeben. Ich bin auf der Intensivstation gelegen und habe des Öfteren Albträume gehabt, oder? Einer davon war zum Beispiel, dass wir einen Starkstromunfall gehabt haben, dass meine Arbeitskollegen alle tot da liegen. Die Ärzte haben mir dann in späterer Zeit, weil sie diese Träume immer wieder wiederholt haben, haben mir erzählt, dass das jedes Mal ein Überlebenskampf war. Schlaft. Er ist ganz blass. Ja. Er wird viel Schmerzen haben, Angela. Anton Miller hat es geschafft. Nach einem Jahr konnte er wieder in sein gewohntes Leben zurückkehren. Aus heutiger Sicht bin ich froh, dass er so weit genesen ist, oder? Und dass er auch wieder seine Vaterrolle übernehmen kann. Und ich glaube, die Kraft dazu hat ihm seine Tochter Angela gegeben. Ich hoffe und wünsche ihm für die Zukunft, dass er seinen Lebensmut nicht verliert und dass er so weitermacht wie bisher. Stellen Sie sich vor, Sie kommen als Ersthelfer zu einem brennenden PKW. Der Fahrer sitzt noch drin, ist eingeklemmt, kann nicht raus. Ja, und was tut man dann? Malte Bühner hat das erlebt und hat vorzüglich und vor allen Dingen vorbildlich reagiert. Dabei ist er gerade einmal 19 Jahre alt. Und die Geschichte, die wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Am 5. September 2002 wollen Alexander Richter und Jens Schnieders eine Spritztour durch das Emsland machen. Mein Führerschein hatte ich zu dem Zeitpunkt circa 4 Monate. Bevorzuge Autos, so die tiefer sind, halt aufgetunte Autos und halt laute Musik spielt. Ja, und die halt auch einige PS unter dem Motor haben. Meine Mutter zum Beispiel wollte nicht gerade neben mir sitzen im Wagen. Wir sind dann aus Wiedmarschen rausgefahren auf dieser Landstraße 1145. Und da hat man auch schon gesehen, dass mehrere Autounfälle dort passiert sind. Es standen ein paar Kreuze am Weg und wir sind ziemlich zügig da vorbeigefahren. Ich bin häufiger schon mit Alexander mitgefahren. Er fährt ziemlich zügig und ich habe mir auch schon gedacht, früher oder später wird er wohl einen Unfall bauen. Zur gleichen Zeit macht sich auch Malte Bühner auf den Weg. Ich bin zu dem Zeitpunkt als Teilzeitkraft im Zahntechniklabor tätig gewesen, hauptsächlich als Fahrdienst. Ich bin also von Lingen nach Wiedmarschen geschickt worden, um eine Arbeit dort in der Zahnarztpraxis vorbeizubringen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt ungefähr 4 Monate meinen Führerschein und war somit auch Fahranfänger. Plötzlich hat das Handy geklingelt, aber natürlich instinktiv da drauf geschaut, wollte halt wissen, wer angerufen hat. Im gleichen Moment bin ich halt irgendwie von der Straße abgekommen. Niemand hat den Unfall bemerkt. Erst einige Minuten nach dem Aufprall realisieren die Männer, was mit ihnen geschehen ist. Alexander Richter hat starke Schmerzen und spürt seine Beine nicht mehr. Beide Männer stehen völlig unter Schock. Wo sind die hier, verdammt noch? Da wohnt einer. Direkt hinter ihnen liegt ein Bauernhof. Doch Hilfe ist noch immer nicht in Sicht. In den beiden steigt Panik auf. Scheiße, der Wagen. Hilfe! Wir müssen hier raus, ey. Meine Beifahrertür habe ich nicht aufgekriegt. Die hat irgendwie geklemmt. Mein Bein! Ich habe dann halt gemerkt, dass mein rechtes Bein zwischen Beinen klemmt. In diesem Augenblick habe ich auch gedacht, dass ich für den Rest des Lebens irgendwie querschnittsgelähmt werde. Nicht so raus, ich stecke hier fest, ey. Ich versuche mir Hilfe zu rufen. Hilfe! Ich versuche Hilfe zu holen. Der Innenraum hat angefangen zu brennen. Ich hatte halt Angst, beim lebendigen Leib zu verbrennen. Der Wagen brennt schon! Hilfe! Da ich mit meinem eigenen Auto unterwegs war, musste ich zwischendurch noch mal tanken und bin dann doch über Lohne gefahren und die Landstraße 1145, weil an dieser Strecke halt nur die Tankstelle ist. Das kommt die Hilfe, Tom. Hilfe! Ich versuch's dir, Mann! Meine! Das kommt näher!
da hinten denn los? Es brannte lichterloh aus dem Motorraum. Auch Benzin, das auf der Straße ausgelaufen war, war am Brennen. Trotz der Flammen zögert Malte Bühner keine Sekunde. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er Hilfe leisten muss. Alexander, der ist noch im Auto. Ich sah als einzigste Möglichkeit, auch wenn ich mich selber gefährden würde, nur halt ins Auto zu klettern, seine Füße zu befreien, indem ich die Pedale an die Seite biege und ihn da rauszuziehen. Meine Beine. In dem Moment war ich vollkommen auf mich alleine gestellt, da keinerlei Verkehr oder Autos auf der Straße zu sehen waren. Also ich bin dann zu diesem Bauernhof direkt an der Straße gelaufen, in der Hoffnung, dass jemand die Tür aufmacht und mir hilft und den Rettungsdienst alarmiert. Ja, aber es machte keiner auf. Es schien auch keiner den Unfall bemerkt zu haben. Da ist gerade ein Autounfall passiert. Da vorne ein brennendes Auto. Ja. Rufen Sie bitte schnell die Rettungsdienste. Krankenwagen, Feuerwehr und sowas. Ja, meine Eltern, die waren hinten im Stall. Dadurch haben die das Klingeln nicht gehört. Und ich war oben. Meine Mutter, die ist mit den Decken, nicht mit den Feuerlöscher, zur Straße gerannt. In dem Moment ist mein Vater zurückgeblieben. Und weil für ihn war das zu aufregend. Und nachdem, wo der Feuerlöscher leer war, da waren noch kleine Flammen unter der Haube da. Und ich habe nur gedacht, hoffentlich kommt bald die Feuerwehr. Aufgrund des Erste-Hilfe-Kurses und des Führerscheinunterrichts war mir bewusst, dass man solche Leute in Wach halten muss, vor allem da die Gefahr zu sterben viel größer ist, wenn sie bewusstlos werden. Wenige Minuten nach der Alarmierung trifft die Freiwillige Feuerwehr Wiedmarschen-Lohne an der Unfallstelle ein und beginnt sofort mit den Löscharbeiten. Mike, was willst du gleich mit haben? Die beiden DRK-Rettungssanitäter Jörg Bergfeld und Mike Tabel ahnen bereits, welche Art von Einsatz ihnen bevorsteht. Bei dem ersten Patienten, den wir untersucht haben, war eine offene Verletzung nicht erkennbar. Der Patient gab allerdings auch stärkere Schmerzen im Oberschenkel an. Durch Tasten konnte man einen geschlossenen Bruch vermuten. Insoweit setzten wir den zweiten Notruf ab und orderten den zweiten Notarzt. Wir benötigen einen weiteren RTW und einen Notarzt. Danach erfolgte die Untersuchung des zweiten Patienten. Mehrfache Knochenbrüche lagen vor, Oberschenkel beidseits, als auch im unteren Bereich der Extremität. Zudem konnte man Prellmarken am Brustkorb ersehen, sodass wir auch sofort ein Thoraxtrauma vermuteten. Alexander, du kriegst etwas gegen Schmerzen, ja? Bin gleich besser. Wir kamen als zweiter Notarzt im Einsatz zu dem Unfallort dazu. Wir hatten ja eine Übergabe bekommen von dem Rettungssanitäter, der uns erzählt hatte, dass leider der Blutdruck weiter abgerauscht war, sodass wir uns zunächst entschlossen haben, noch einen weiteren Zugang zu legen und Infusionen zu tätigen. Dadurch konnte der Kreislauf dann stabilisiert werden im weiteren Verlauf. So, gib mir eben den Tubus an. Wir haben dann den intubierten Patienten kontrolliert maschinell beatmet und dann zum Grafschafter Klinikum befördert. Wir haben den Patienten dann ins St. Bonifatius Hospital in Lingen gebracht. Nach Ausschluss von inneren Verletzungen, Schädelfrakturen, Wirbelsäulenfrakturen mit Röntgen und Ultraschall konnten die Oberschenkelfrakturen, die schon vermutet worden waren, gesichert werden. Zudem hatte er noch eine Unterschenkelfraktur auf der rechten Seite. Die Verletzungen wurden alle am gleichen Tag noch operiert. Wie geht's mit der Luft? 90%. Die Lunge gleich auch bei starker Atemnot zu Beginn auch noch mal mitmachen. Man kann sich denken, dass gerade wenn ein Auto zusammengequetscht wird, dass dann auch nicht untypisch der Oberschenkel bricht, weil er quasi durch dieses Trauma von außen auch zusammengepresst wird. Der Knochen ragte durch die Haut und deshalb ist dieser Knochen auch im Operationssaal sofort reponiert, das heißt zurückgebracht worden in die normale Position. Später ist dann der Knochen endgültig versorgt worden und wir konnten damit beginnen, seine Lungenkontusion zu therapieren. Durch Veränderungen der Therapien ist es heutzutage gelungen, die Sterblichkeitsrate der Lungenquetschung deutlich zu senken. Wir hier im Hause führen eine sogenannte Bauchlagerung durch. Die Bauchlagerung führt dazu, dass die Lungenbezirke, die vorher nicht ausreichend belüftet worden sind, vernünftig beatmet werden können, belüftet werden können.
Und dadurch ist es auch beim Alexander gelungen, nach einer Beatmungszeit von 9 Tagen, ihn quasi mit einer völlig erholten Lunge auf die Normalstation zu verlegen. Bei der erstbesten Gelegenheit bin ich natürlich gleich nach Nordhorn ins Grafschafter Klinikum gefahren. Als wir dann mit den Rollstühlen aufeinander zugefahren sind, habe ich zu Alexander gesagt, dass wir ein Heidenglück hatten, wir hätten beide tot sein können. Also es verging ungefähr ein halbes Jahr. Ich lief über den Marktplatz zu meinem Auto hin und plötzlich fuhr ein Auto neben mir vorbei und hielt an. Als die beiden dann ausstiegen, habe ich gesehen, dass es Alexander und Jens waren, die offensichtlich wohl wieder gesund und fit waren. Ja, doch, klar. In diesem Moment habe ich gedacht, das, was ich getan habe, war richtig. Und ich war auch ein wenig stolz auf mich, dass ich das Richtige getan habe. Tschüss. Ciao. Als sie dann nach unserem Gespräch wieder losfuhren, fuhren sie auch relativ schnell wieder weg. Ich habe mir nur gedacht, hoffentlich haben die beiden daraus was gelernt. Man lernt ja nie aus. Manfred Adams ist seit 26 Jahren Sachverständiger beim ADAC. Herr Adams, und viele Menschen denken, wenn sie zu einem brennenden Auto kommen, 40.000 Brände gibt es im Jahr etwa, das Ding explodiert gleich. Das Ding explodiert nicht, es brennt in Ruhe vor sich her, bevor dann der Brand in die Fahrgastzelle überschlägt. Das dauert ca. 8 bis 10 Minuten. Da kann man noch eine Menge machen, zum Beispiel den Fahrgast rausholen. Das können wir gleich machen. Man hat ca. 8 bis 10 Minuten Zeit und man sollte sich zuerst um die Insassen des Fahrzeuges kümmern. Machen wir es mal gleich, wenn die Tür nicht klemmt. Die geht zu öffnen und mit dem Rautegriff wird jetzt der möglicherweise eingeklemmte oder ohnmächtige Fahrgast, der Autofahrer, rausgeholt. Und jetzt gehen wir mal davon aus und die Tür klemmt. Wir können ihn also gar nicht rausholen. Wir wollen ihn rausholen. Wie mache ich denn das Fahrzeug jetzt? Dann muss ich natürlich versuchen, über eine der Scheiben reinzukommen. Da bietet sich solch ein Notfallhammer an. In anderen Fällen, wenn man den nicht zur Verfügung hat, dann also auch, kann man das mit dem Stein machen. Mhm. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Mit diesem Notfallhammer schlägt man mal ganz kurz da rein. Ja, jetzt nicht. Muss schon ein bisschen stärker sein, aber dann funktioniert es direkt. Dann macht man sich hier das ein bisschen frei und kann dann von dort her in die Fahrgastzelle reingreifen und versuchen, die Türe von innen her zu öffnen. Oder man muss halt warten, bis die Feuerwehr kommt. Also ganz wichtig ist, man darf nicht vergessen, den Notruf abzusetzen. Ja, das ist also ganz wichtig, vielleicht sogar noch vor Einleitung der ersten Maßnahme, dass man versucht, den Notruf zu informieren. Sie sagten, so ein Auto kann im Grunde genommen überhaupt nicht explodieren. Ich sehe aber immer Fernsehserien, da fliegen brennende, explodierende Autos durch die Gegend. Das ist alles Unsinn, was Sie da im Fernsehen sehen. Das geht an der Realität vorbei. Da müssen so viele Komponenten zusammentreffen, bevor eine Explosion eintrifft. Das ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit wie 6 richtig im Lotto. Also man muss überhaupt keine Angst haben. Glauben Sie nicht alles, was Sie im Fernsehen sehen. Glauben Sie nur uns bei Notruf und glauben Sie Herrn Adams. Denn wichtig ist ja, wenn ich keine Angst habe, dann kann ich erst helfen und kann den Verletzten retten. Ja, man muss sich also auch vor Augen halten, dass wir wirklich nur 5 bis 10 Minuten Zeit haben, bis so ein Brand vom Motorraum bis in die Fahrgastzelle reinschlagen kann. Wir haben also 5 bis 10 Minuten Zeit, um die Insassen zu bergen. Herr Adams, herzlichen Dank. Willkommen zu unserem nächsten Beitrag. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen bei Forstarbeiten. Häufig gehen die Forstarbeiter alleine an den Arbeitsplatz, irgendwo in unwegsamem Gelände. Die Kommunikationsmöglichkeiten sind häufig nicht so, wie man sich die wünscht. Und wenn da was passiert, ja, was tut man dann? Eine Geschichte, die wir Ihnen zeigen wollen und die Johann Steiner erlebt hat. Stob im Burgenland. Auf dem Hof der Familie Steiner geht es auf den Feierabend zu. Vater und Sohn haben gemeinsam ihre Pferde von der Weide geholt. Johann Steiner will sie anschließend im Stall versorgen. Sein Sohn will den Abend mit Freunden verbringen. Die beiden verabreden sich für den nächsten Morgen. Dann wollen sie zusammen im angrenzenden Wald einige Bäume fällen. Eine Arbeit, die einer allein nicht so leicht bewältigen kann. Ich habe mich dann von meinem Vater verabschiedet und bin zu meinem Treffen gefahren. Der Elmar hat mich dann verlassen, ne? Aber dann ist mir eingefallen, dass ich früher fertig werde und dass ich schon anfange, also Vorarbeiten mache. Ne? Und habe mich auf den Traktor gesetzt und bin in den Wald gefahren. Mein Vater ist ein eigenwilliger Typ, der lässt sich in nichts reinreden. Wenn er was macht, dann müsste es sofort geschehen, weil wenn er sich das einbildet, dass er jetzt im Wald geht oder dass er jetzt in den Stall fährt, dann fährt er. Und wenn er das fertig machen will, dann macht er das fertig. Dann habe ich den Traktor genommen mit der Seilwinde. Ich habe den Baum angehängt
und wollte ihn dann rausziehen. Und habe auch das nicht geschafft. Er war zu schwer. Bin vom Traktor runtergestiegen und wollte schauen, was los ist, was da kaputt ist. Und dann habe ich gerüttelt und geruckelt und es hat sich nichts bewegt. Wie er mir die Zapfwelle erwischt hat und die Hand eingewickelt hat, habe ich nur den Tod vor den Augen gehabt. Also das, ich habe nur Angst gehabt, dass mich komplett zerfetzt, also dass mir die Hand ausreißt und dass ich dort an Ort und Stelle verblute. Hilfe! Hilfe! Dann habe ich als erstes 35 oder 40 Minuten um Hilfe geschrien, aber es hat mich niemand gehört, es war niemand im Wald. Und wir helfen Ihnen jetzt mit 1.000 Euro. Beantworten Sie unsere Frage und gewinnen Sie. Wie lautet der nationale Notruf für den Rettungsdienst? A. 0190 oder B. 112. Rufen Sie uns jetzt an unter 01379 70 70 30. Sie haben noch 10 Minuten Zeit und wir wünschen Ihnen viel Glück. Bis gleich. Dann habe ich den Traktor genommen mit der Seilwinde. Ich habe den Baum angehängt und wollte ihn dann rausziehen. Und habe auch das nicht geschafft. Er war zu schwer. Bin vom Traktor runtergestiegen und wollte schauen, was los ist, was da kaputt ist. Und dann habe ich gerüttelt und geruckelt und es hat sich nichts bewegt. Wie er mir die Zapfwelle erwischt hat und die Hand eingewickelt hat, habe ich nur den Tod vor den Augen gehabt. Also das, ich habe nur Angst gehabt, dass mich komplett zerfetzt, also dass mir die Hand ausreißt und dass ich dort an Ort und Stelle verblute. Hilfe! Hilfe! Dann habe ich als erstes 35 oder 40 Minuten um Hilfe geschrien, aber es hat mich niemand gehört, es war niemand im Wald. Hilfe! Hilfe! Durch das viele Schreien ist der Kehlkopf angeschwollen und ich habe Angst gehabt, dass ich ersticke. Ja, dann ist mir das erst später gekommen, dass ich das Handy mit habe und habe angerufen und habe dann meine Tochter erreicht. Hallo? Ja, das war Stöhnen und Schreien. Helft's mir, helft's mir. Und ich habe einen Unfall gehabt im Wald, das habe ich dann verstanden. Conny. Ich hänge im Wald in der Saalwinde. Irgendwas, irgendwie ein Tonfeuer bestimmt, das habe ich dann erkannt, das war mein Papa. Papa? Bist das du? Was? Im Wald ist was passiert? Im Wald ist irgendwas passiert. Warte, gib dir den Helmut. Hallo? Dann war eben der Herr Steiner dran. Ja, und er hat gesagt, Helmut, komm schnell im Wald, mir ist was passiert. 5 Minuten später erreicht Helmut Unteregger zusammen mit seiner Schwiegermutter die Unfallstelle. Du sollst bitte die Feuerwehr rufen. Papa ist, was passiert mit der Seilwinde? Sollst du für mich? Ich muss schnell nach Hause. Fort ist irgendwas. Meine Schwester hat mir erzählt, was passiert ist. Ich bin dann raus ins Auto, habe noch den Notruf abgegeben. Ja, grüß dich, ist der Steiner Elmar aus Stob. Und zwar folgendes: Mein Vater hat einen Unfall gehabt. Und zwar im Stober Wald. Er ist in die Seilwinde reingekommen. Okay. Ich bin dann zur Unfallstelle gefahren. Also auf dem Weg runter habe ich mir dann Vorwürfe gemacht, weil ich nicht dabei war. Hans, wo bist du? Hilfe! Da vorne ist er. Hierher! Hier bin ich! Da her! Da ist er! Oh mein ich bin Gott, mit Helmut zuerst dort gewesen. Und ich habe dann gejammert, weil ich habe nur gesagt, um Gott,
was hast du gemacht und was ist da passiert? Und dann ist der Helmut schnell am Traktor rauf und hat halt die Spannung weg von der Seilwinde. Ja. Auf dem Messer. Ja, in der rechten Flusentasche. Mama! Das erste Bild war mein Vater, kopfüber, zwischen Seilwinde und Traktor drinnen. Und auf der anderen Seite den Arm, der was von der Zapfwelle aufgewickelt worden ist. Das war eigentlich gar nicht näher definierbar. Ich habe die Hand gesehen und dann nur noch Gewandstücke und Knochen. Der erste Augenblick war total schrecklich. Ich bin ein bisschen raufgefahren. Das habe ich ausgemacht, wir fahren morgen auf. Ja, was will ich machen? Es ist passiert. Was? Ja? Ja, hier Notarzt, Dr. Degani. Wir finden den Weg nicht. Kannst du uns helfen? Wenn es von Bund auf Ummer fährt, der zweite Weg von links rein. Und da müsst ihr gerade hintere fahren. Ich schicke euch meine Mutter rein. Und dann hat der Elmer mich auf dem Hauptweg hinausgeschickt, dass ich dem Notarztwagen entgegenlaufe. Dann bin ich rausgelaufen und habe dann den Notarzt auf die Unfallstelle hin dirigiert. Ciao! Ciao, ciao! Ciao, Herr! Diese Art von Unfall habe ich noch nie früher gesehen. Die Hand war fast bis zum Schulter in die Zapfwelle. Und dann unser größtes Problem war, irgendwie Hand zu befreien. Das war der erste Schritt. Und die Patient war stabil, obwohl hat von Schmerzen geschrien. Kreislaufmäßig war ich stabil. Komm bitte mit Schere. Okay. Ehrlich gesagt, am Anfang war die Hand so gewickelt in diese Zapfwelle. Ich habe gesagt, vielleicht hat wenige Chancen, ne, mit den multiplen Frakturen und zerfleischte Hand. Ich habe gesagt, na, vielleicht wird amputiert. Ich habe am Anfang nicht große Chance gegeben. Nur in der Hand. Bleiben, ne? Ich bin dann zur Unfallstelle gerannt, um nachzusehen, was genau los war. Als ich gesehen habe, dass der Notarzt schon dort war und die Leute vom Roten Kreuz, habe ich meinen Feuerwehrkollegen zurückgeschickt, um die Leute mit Werkzeug auszurüsten und sie sollten kommen. Ich habe mir zuerst geglaubt, sie müssen die Zapfwelle etwa abschneiden. Aber dann haben wir schon gesehen, dass der Sonde die Zapfwelle runtergezogen hat. Und wir haben dann weitergeholfen auch. Bitte tragen mit Vakuummatratze. Ja, bitte gleich. Ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Wir helfen Ihnen. Ruhig, ruhig. Gleich ist das soweit. Okay. Ist das soweit? Ja, ganz langsam. Dreh. Herr Steiner, gleich haben wir es geschafft. Gleich ist das. Die Gefahr war nur diese Blutungen, weil da kann man auch wir haben das gesehen, dass die bis zum Schulter in diese Gerät war, da kann auch, die sind so große Gefäße da, wenn wirklich eine Gefäßriss ist und dann dauert das halbe Stunde, kann Patient leicht verbluten. Da war auch die eine Lebensgefahr. Als wir den Herrn Steiner frei bekommen hatten, versuchte ich über Funk einen Hubschrauber zu bekommen zum schnelleren Transport in eine Unfallabteilung, was leider nicht möglich war. Sauerstoff bitte, EKG auch und Pulsoxid. Das war schwer, meinen Vater dort liegen zu sehen. Stabilisieren mit der Schiene. Sehr schwer sogar. Der Mensch, den was man gern hat, so schwer verletzt. Und wir haben ja gar nicht gewusst, wie es weitergeht, ob er den Arm behalten kann oder ob er ihn verliert. Okay. Gut. Okay. Gut, ja. Auf. Nachdem wir den Herrn Steiner in den NRW eingeladen hatten, wurden wir langsam schonend durch das unwegsame Gelände Richtung Krankenhaus Oberwart. Herr Steiner hat im Bereich des linken Unterarmes eine sehr schwere Verletzung gehabt. Es waren beide Knochen des Unterarms gebrochen und freiliegend. Das heißt, es handelte sich um einen offenen Knochenbruch mit einem sehr, sehr großen Weichteilschaden. Erschwerend kam noch hinzu ein Bruch des Oberarms an der gleichen Seite, sodass eigentlich der ganze Arm sehr instabil war. Es handelte sich an beiden Unterarmknochen um Trümmerbrüche, sodass sie, um hier ein anatomisches
Ergebnis zu erzielen und sie übereinander stellen zu können, mussten sie etwas gekürzt werden. Es wurde die Speiche und die Elle durch den Mundbereich von der Streckseite her wurde eine Platte eingebracht und über diese Platte wurden die Knochen stabilisiert. Es war ein Gefühl der Erleichterung, meinen Vater so munter zu sehen und dass er überhaupt noch bei uns ist, weil er riesiges Glück gehabt hat. Und das Schönste war, dass er den Namen noch dran gehabt hat. Mein Vater ist ein sehr starker Mensch. Wenn er was schaffen möchte, dann schafft er es auch. Und diese positive, starke Einstellung hat ihm eigentlich auch sehr bei der Genesung geholfen. Jetzt helfen lassen. Ich mach das schon. Viele Anrufe kriegen wir und viele E-Mails. Und ein ganz langes E-Mail hat der 10 Jahre alte Marcel Bossert geschrieben. Und ich möchte daraus nur einen einzigen Satz zitieren. Da heißt es, ich schreibe euch, weil ich nicht möchte, dass andere Kinder genau sowas tun. Wir haben seine Geschichte nachgedreht. Und das ist es, wovor er alle anderen Kinder warnen möchte. Altengörs bei Bad Segeberg. Der 10-jährige Marcel Bossert hat sich mit seiner Cousine Karina Krause und ein paar Freunden zum Skaten getroffen. Die Kinder haben sich vor dem Haus der Familie Krause einen kleinen Parcours aufgebaut. Und dann haben wir Tricks gemacht. Und dann musste das der andere nachmachen. Der das nicht geschafft hat, der musste das nur mal probieren, bis er es geschafft hat. Karina und Marcel verbringen fast jede freie Minute miteinander. Die beiden sind wie Geschwister, die immer eine Menge zusammen aushecken. Marcel, ich hab eine Idee. Ich kann mich doch ziehen, wie gestern mit dem Hund. Dann hat Karina ihre Inline ausgezogen und ihre Schuhe angezogen. Dann hat sie mich gezogen im Slalom. Also mein Vater und ich, wir haben Holz gesägt zu Hause. Ja, und Karina und Marcel, die sind mit den Inlineskatern, haben sie Kurven gedreht und wir haben uns auch nichts weiter dabei gedacht. Und dann hatten wir so eine Idee, dass wir unser Ziel eigentlich auch mit den Mofa gehen müsste. Und haben uns da angehängt. Ja, okay, alles klar bei euch? Ja, los. Von den Schützen hatte ich nur meine Handschoner und auch kein Helm. Dann sind wir über die Straße gefahren und über Bahnschienen. Zunächst ist die Aktion für die Kinder ein Riesenspaß. Doch dann wird das Mofa immer schneller. Dann sind wir dann gefahren, dann wurde es auf einmal immer schneller. Dann habe ich Angst gekriegt. Da hatte ich kein gutes Gefühl dabei. So schnell wie er gefahren ist, glaube ich, das ist 40 Stundenkilometer. Dann ging es den Berg runter und dann hat Karina losgelassen. Das habe ich gefühlt. Dann habe ich gebremst und dann bin ich weitergefahren, dann bin ich so umgeknickt. Also ich bin dann zu ihm hingefahren, habe auch zu ihm hingerufen, Marcel, Marcel, was ist denn? Und dann hat er mir nicht geantwortet. Erst wo ich da war, hat er die Augen geöffnet und dann lag er da ganz blutig. Ich habe gedacht, so das war's jetzt. Dass ich jetzt sterbe, weil er so schnell gefahren ist. Ausgerutscht oder gestolpert? Ausgestolpert. Mhm. Marcel konnte eigentlich gar nicht aufstehen und dann habe ich meinen Cousin gestützt. Tut's dir denn doll weh? Mhm. Das glaube ich dir. So wie du aussiehst. Da hatte ich erst ganz doll Angst, dass ich Ärger kriege, weil ich habe ja nicht auf ihn aufgepasst. Oder wir hätten ja auch wenigstens einen Helm überziehen können. Papa,
Also der Marcel und die Carina, die kamen dann halt um die Ecke und ja, der sah immer so aus, als wenn er mit dem Kopf auf dem Asphalt geknallt wäre. Also das Auge war ziemlich aufgeratscht und dann haben wir uns die Sachen mal angeguckt und das sah auch ziemlich schlimm aus. Auch ein ganz schöner Schrammer. Tut dir sonst noch irgendwo weh? Wie hast du das denn hingekriegt? So schlimm habe ich mir den Sturz auch gar nicht vorgestellt. Ich hatte ja da noch gar nicht gewusst, dass die beiden sich haben von der Mofa ziehen lassen. Hatte ich ja gedacht, dass es nicht ganz so schlimm wäre. Ne? Was ja nachher anders sich rausstellte. Bossert? Hallo. Hallo Mäuse, was ist da passiert? Mama, ich will nach Hause. Als er angerufen hatte, habe ich an der Stimme sofort gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, weil so kenne ich mein Kind nicht. Ich will jetzt aber sofort nach Hause. Das kann ich gar nicht so wiedergeben, was ich gefühlt habe in dem Moment. Ich war sofort zittrig und meine innere Stimme hat mir gesagt, da muss mehr passiert sein. Also so habe ich ihn noch nicht erlebt, ehrlich nicht. Fahr mal bitte los. So. Ich denke ja. Ich will nach Hause. Dann hatten wir ihn ja auf die Bank gesetzt und währenddessen wollte Marcel immer nach Hause. Ich sagte zu ihm, Marcel, du hast doch gerade telefoniert mit deiner Mutter. Wir haben nicht mit ihr telefoniert. Doch, hast du doch gerade eben, vor 5 Minuten. Oh Mann, dann müssen wir erstmal einen Krankenwagen rufen, wa? Für euch zur Kenntnis. Dort ein 10-jähriges Kind. Von der Leitstelle Bad Segeberg aus macht sich sofort ein Rettungswagen auf den Weg. So, der RTW ist gerufen. Der Krankenwagen kommt gleich. Bis dahin kühlen wir das dann erstmal. Ich will aber nicht ins Krankenhaus. Dort, das ist besser. Ja, also wir kamen in Neuengörs an und dann haben wir den Marcel dort sitzen sehen auf der Bank. Und uns eigentlich so gedacht, mein Gott, der Junge sieht ja ziemlich zerschrammt aus. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Dann haben wir ihn eben kurz untersucht, ob er irgendwelche Ausfälle hatte. Bist du hingefallen? Erzähl mal, wie ist denn das passiert? Weißt du nicht mehr? Und er hatte ja auch einen Ausfall, er konnte sich ja nicht an diesen ganzen Unfallhergang ja nicht mehr genau erinnern. Hat denn jemand gesehen, wie das passiert ist? Ja, ich. Er hat sich in deine Mofa gehängt. In deine Mofa? Oha. Also es bedarf nicht unbedingt einer besonderen Psychologie mit Kindern. Man muss eben auf das Kind eingehen und versuchen, nicht zu hochgestochen zu sprechen mit dem Kind und nicht immer irgendwelche Fremdwörter benutzt, die Kinder dann nicht verstehen. Ist ein bisschen unbequem, das Ding. Seine Täter haben bei mir Blutdruck gemessen, dann haben sie mir eine Halskrause gegeben und ein Verband am Kopf. Die Halskrause fühlt sich irgendwie so wie einen steifen Kopf an, dass man sich dann nicht so bewegen kann. Und dann haben sie mich ins Krankenhaus gefahren. Du brauchst keine Angst haben. Aber ich will keine Spritze. Aber wenn du eine haben musst, dann brauchst du auch keine Angst haben. So, was ist denn passiert genau? Weiß ich nicht. Weißt du nicht genau? Kannst du dich da nicht dran erinnern? Also Marcel hatte multiple Schürfwunden und Prellungen im gesamten Körperbereich, konnte sich für die Zeit des Unfalles nicht erinnern, war ansonsten aber kreislaufstabil, sodass wir ihn erstmal notfallmäßig versorgt haben. Wo ist Marcel? Marcel ist drin, der ist jetzt gerade beim Arzt, der hat sich mit der Inliner hingepackt. Inliner-Unfälle sind in den letzten Jahren relativ häufig geworden. Man sieht relativ häufig Verletzungen im Bereich der Handgelenke, im Bereich des Ellenbogens und auch im Bereich des Kopfes. Man hat so in Untersuchungen festgestellt, dass bis zu 70% der Verletzungen im Grunde genommen durch geeignete Schutzmaßnahmen vermieden werden können. So, also du brauchst keine Angst haben, wir müssen weitere Untersuchungen machen. Wir werden dich nochmal zum Röntgen schicken. Die durchgeführten Röntgenaufnahmen zeigten keinen Hinweis auf knöcherne Verletzungen. Es waren im Endeffekt nur Schürfungen und Prellungen, die er erlitten hat. Zusätzlich eine Gehirnerschütterung, aufgrund dessen wir Marcel dann auch für 2 Tage bei uns stationär aufgenommen und überwacht haben. Als alles dann vorbei war, habe ich mich gefreut, dass es doch nicht so schlimm geworden ist, wie es aussah. Ich mache jetzt genauso einen Sport wie früher, aber ich passe jetzt auf, dass ich einen Helm auf habe und schütze, dass es nicht wieder passiert.